bin Norbert Wiesnet, ich bin einerseits Assistent der Galerieleitung und Kurator hier an der Kommunalen Galerie. Thema des Wettbewerbs war also eigentlich 100 Jahre Buch. Also es ging um diese Spannbreite. Wir stehen jetzt an einer bestimmten Stelle, wo das Buch in einer vielleicht kritischen Phase ist, und die Aufgabe war, dass die Studenten sich auch interessieren für oder das zum Thema machen, was war denn vor 100 Jahren, wie sieht es jetzt aus und wie könnte es in 100 Jahren auch aussehen. Und dieser Wettbewerb wurde ja initiiert von dem Deutschen Kunstverlag in Zusammenarbeit jetzt mit der Kommunalen Galerie, und wir sind sehr froh über diese Kooperation. Und die Jury bestand aus Janneke de Vries, der Direktorin der Weserburg in Bremen, aus Julia Voss, der Kunstkritikerin, und mir, dem Kurator an der Kommunalen Galerie. Also mir hat persönlich die Gewinnerarbeit sehr gut gefallen. Also es ist dieser Film über eine utopische oder dystopische Idee einer Zeit, wo es eigentlich keine gedruckten Bücher mehr gibt, wo der Protagonist sich wundert oder sich irgendwie freut über so ein Objekt. Also die Ausstellung ist sehr divers geworden, also es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze, es gibt unterschiedliche biografische Gegebenheiten, also es kommen die Künstler kommen aus verschiedenen Kontinenten, sie haben eigene Geschichten, die sie bearbeiten, die Medien, die sie bearbeiten, sind ganz verschieden, es gibt digitale Bearbeitung, es gibt Videos, es gibt interaktive Arbeiten, es gibt aber auch eben klassische Buchobjekte oder eben Objekte, die anzufassen sind. Also die Zusammenarbeit mit den Studierenden hier bei der Ausstellung war eigentlich perfekt. Es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Ausstellung daraus geworden, die auch versucht, so ineinander zu greifen und nicht irgendwie 10 separate Positionen zu zeigen. Also die Ausstellung ist zu sehen bis zum 22. August. Da wird es auch eine Finissage geben, an der auch eine Publikation, die speziell für diese Ausstellung erstellt wurde, präsentiert wird.